Reicht ein besser als erwartetes Verbrauchervertrauen aus den USA, um die Märkte wirklich wieder aufs Gleis zu schieben? Da haben wir so unsere leisen Zweifel. Gleichwohl war das heute der Gamechanger, der entscheidende Faktor, der die US-Märkte und damit auch den DAX vor einem weiteren Absacker hat bewahren können. Wir sehen vor allem seitdem Erholung bei Rohstoffwerten, wir sehen Erholung bei US-Biotech-Werten, also die beiden Sektoren, die für den Abverkauf der letzten Tage, wenn nicht Wochen, mitverantwortlich waren. Aber das steht auf sehr wackeligen Beinen nach wie vor, was wir hier sehen. Wir haben heute im DAX ja ein neues Jahrestief generiert unter das Paniktief vom Black Monday im August. Aber dann drehte die Geschichte wieder nach oben. Dann versuchten wir diesen Widerstandsbereich bei 9.535 zu attackieren, gelang nicht. Dann ging es mit der US-Eröffnung noch weiter runter unter den 9.400er Marke und dann kam das wunderbare Verbrauchervertrauen des Conference Board in den USA, das gezeigt hat, dass die Amerikaner so gut gestimmt sind wie seit 8 Jahren, nicht mehr im Mindesten, was die aktuelle Lage betrifft. Die Zukunftserwartungen dagegen sind gefallen, also man ahnt schon, dass da einiges auf einen zukommen könnte, aber derzeit ist die Stimmung eben gut und das hat die Wall Street aufgenommen und hatte die Indizes nach oben geschickt. Aber wie gesagt, wir sind noch lange nicht hier aus der Gefahrenzone raus. Es wird sich dann in den nächsten Tagen entscheiden, ob wir dann noch weiter absacken oder eben nach oben gehen. Und ob wir nach oben gehen, das wird auch viel mit Charttechnik zu tun haben. Deswegen gleich mal der Blick in den DAX. Wie schaut es da aus? Und wir sehen, wir sind jetzt bei 9.485 Punkten, haben also uns ein bisschen befreien können. Heute Morgen, da ging es auf Future-Basis sogar bis zur 9.300er Marke. Dann die Erholung, wir gingen steil nach oben, sind aber dann gescheitert in dieser Zone 9.535. Die ist wichtig, 9.520 bis 35 etwa. Wenn die nach oben nachhaltig durchgeht, dann können wir nochmal diese Zone um 9.700 bis 9.750 attackieren. Aber da muss er erstmal drüber, der liebe DAX. Und das schafft er derzeit nur mit Hilfe der Amerikaner, wie es aussieht. Denn nach wie vor sind die Autobauer, ist vor allem VW ein Problem. Dazu gleich mal mehr im Chart. Schauen wir uns mal die Amerikaner an. Was treiben die? Wie sind die gestimmt? Und da sehen wir diese Erholung, die wir hier dann nach diesem Absacker gesehen haben, auf 16.115 in Reaktion auf eben das bessere US-Verbrauchervertrauen. Jetzt pendelt man sich so in der Mitte der Range wieder ein. Wir vermuten, das ist ein kurzes Intermezzo. Wir vermuten also, dass die Sache eher wieder schwierig wird, als dass wir jetzt im Hurra-Stil nach oben laufen. Dazu sind zu viele Parameter einfach negativ. Dazu ist auch die Volatilität zu hoch. Normalerweise sind Märkte oder Rallyes, die beginnen relativ ruhig, relativ konstant, relativ, die zeigen so eine innere Stärke und das ist derzeit einfach nicht der Fall. Wir haben Nervosität im Markt, wir haben schnelle Bewegungen nach oben, aber die werden dann immer wieder abverkauft, für uns ein Zeichen, dass es hier nach wie vor große Probleme gibt. Ein Problem könnte sich bald erledigen, China hat bald einen längeren Feiertagszyklus, also von der Seite her wird wenig kommen. Heute schon in Asien ja massive Kursverluste, insbesondere beim Nikkei. Aber global, also zumindest was Asien betrifft, ging es scharf nach unten. Daher die schwache Eröffnung, aber jetzt eben diese Erholung. Schauen wir mal, wie es hier weitergeht. Das ist jetzt momentan so eine Pattsituation. Einerseits denkt man sich, okay, die Verbraucherstimmung ist gut. Das ist gut für den US-Konsum und das ist ja 70% der Wirtschaft. Auf der anderen Seite ist eben global gesehen das Problem mit den Rohstoffpreisen noch lange nicht in irgendeiner Form gelöst. Wir sehen heute Erholungen bei Glencore, wollen wir gleich mal reinschauen, nachdem wir uns mal zunächst den Euro anschauen, der sich halten kann. Wir sehen hier wilde Auf- und Abbewegungen, grüne Kerzen, rote Kerzen, rauf, runter. Der Euro spiegelt so ein bisschen die Situation, Risiko ja, Risiko nein wieder. Wir haben heute die Importpreise gesehen, Deutschland stark rückläufig. Wir haben die Verbraucherpreise aus verschiedenen Bundesländern gesehen. In der Summe dann ein Rückgang sogar um minus 0,2% im gesamten Bundesgebiet. Auch in Spanien die Verbraucherpreise stark rückläufig. Also da muss die EZB langsam was tun, so ist die Auffassung am Markt. Aber die Frage ist, bringt das was, wenn sie was tut? Denn das bisherige Quantitative Easing hat offenkundig nichts gebracht. Schauen wir uns mal Gold an. Da ist man bei 1131, wenig aussagekräftig. Erholt dagegen das amerikanische Crude Oil, denn wenn die US-Verbraucher optimistisch sind, dann werden sie möglicherweise mehr konsumieren. Und wenn sie mehr konsumieren, dann verbrauchen sie mehr Öl und Energie, so die Überlegung. Aber wir haben hier einen Problemfall in Deutschland speziell und das ist die Volkswagen, größte Rückrufaktion in der Geschichte.
Volkswagen wird gestartet, so ist heute bekannt geworden. Der Aktie tut es nicht wirklich gut. Wir scheinen hier wieder wegzusacken und uns von der 100er Marke wieder nachhaltiger zu verabschieden. Aber schauen wir uns mal RWE noch an. Eine der Aktien, die heute stark steigen kann. Es ist die Spekulation da, dass Staatshilfen möglicherweise jetzt ins Spiel kommen. Laschet, der CDU-Vorsitzende in Nordrhein-Westfalen, hat das ins Spiel gebracht. Die SPD lehnt das ab, aber immerhin RWE heute 5% im Plus, einer der besten Werte. Und stark im Plus ist auch Glencore, diese Aktie, die sehr, sehr wichtig ist, in London notiert ist, ein Schweizer Energieunternehmen, das größte der Welt. Da gab es ja richtig Panik. Die Credit Default Swaps, die Kreditausfallversicherung, hatten eine Wahrscheinlichkeit gestern eingepreist eines Bankrotts von 50%. By the way, bei Volkswagen ist die Wahrscheinlichkeit am Kreditmarkt, wie es bei den Credit Default Swaps eingepreist wird, bei 20%, dass das Unternehmen in den nächsten 5 Jahren pleite geht. Ob es so schlimm kommt, man weiß es nicht. Wir haben heute erstmal einen Etappensieg der Bullen gesehen, nachdem zunächst Verunsicherung da war, dann das Verbrauchervertrauen besser war. Ob es reicht, um die Märkte wirklich nachhaltig zu stabilisieren, da haben wir unser Zweifel. Ich wünsche einen schönen Feierabend. Bis dann, ciao.